Ich will ja nicht unken, aber wenn Alice nicht weiß, wie man einen Monster-Truck baut, kommen wir da nicht durch. Tut mir leid, war wohl doch nicht so eine gute Idee. Alice, zumindest sind wir aus dem Einkaufszentrum. Ich will ja nicht unken, aber herzlich willkommen zu Let's Play. Ich will nicht unken, Alter, wer sagt denn sowas? Aber hier sind wir wieder mit unserem tollen Gefährt unterwegs gewesen. Und jetzt geht's nicht weiter. Und als Erwachsener geht's ja, mit Dark Carnival, so heißt die neueste Kampagne, das neueste Kapitel, liebe Freunde. Joho! Es ist angerichtet! Übrigens auch wieder mal eine schöne Map zum Versus-Spielen und eine meiner absoluten Lieblingskampagnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, um das jetzt mal... Ja, um das hier mal zu sagen... Aber warum denn, lieber Rumpel? Erkläre es uns doch bitte! Genau, weil Dark Carnival ist irgendwie die abwechslungsreichste, humorvollste und spannendste Kampagne und hat ein Rockkonzert am Ende. Insofern... Ach was! Da kann eigentlich nur alles gut gehen. Was? Du hast voll gespoilert, dass ein Rockkonzert am Ende kommt. Ja, ein Rockkonzert. Und ich bin der Leadsänger. Boah, das darfst du nicht machen. Ach, echt? Aber wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Und das habe ich auf Facebook gepostet, ne? Ich kann es dir noch mal bildlich bei Facebook auf meiner Facebook-Seite. Ist Facebook was vom Internet? Da kann man das noch nachempfinden. Ja, genau. Die Zoe, ne, hatte was mit dem Alice, meinem Charakter übrigens. Juhu! Was? Ja, Gong, ich wollte es dir nicht so offen sagen, aber ich musste es einfach mal tun. Boah, die Schlampe! Ja, da gibt's auch viel davon. Zoe hatte mit allen was wahrscheinlich. Das kann sein. Nee, aber wir haben voll die Gespräche auch verpeilt. Geil. Letztes Mal. Von den NPCs, wo die darüber geredet haben auch. Über Zoe und Co. Genau, Zoe und Alice und Pipapo. Und Rochelle und Gronk. Nee. Was? Was? Nee, über Rochelle und Gronk haben sie nicht gesprochen. Aber waren ein paar lustige Gespräche auch zwischendurch, die wir einfach wieder überquatscht haben. Auch nicht nur über Zoe, Alice, über alles Mögliche. Leute, ich hab einen Smoker. Saraza, ich hab einen Smoker. Ach so, komm, dann lass mal dich. Das sieht aber lustig aus. Dankeschön. Total lustig. Oh, incoming! So, wir kommen mal wieder zu euch. Wir könnten nochmal hier oben lang laufen, da liegen meistens Waffen. Kommt ihr nochmal mit? Aber ja, ich bin so ein bisschen. Huch, Entschuldigung. Aua. Entschuldige bitte, der ist mir rausgerutscht. Aua. Du bist so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, in friedlicher, ne? Ja, so ein bisschen. Davor beim Katana! Bond, als du da in der Bahn saß. Übrigens, hier ist Munition. Warte mal ganz kurz. Darf ich euch einen Tipp geben? Ihr solltet euch für die vorletzte Map, solltet ihr euch auf jeden Fall irgendwelche so Katana oder Machete oder irgend sowas holen. Weil da werden wir mit Waffen wahrscheinlich sehr viel weiterkommen. Da brauchen wir auf jeden Fall... Also eine Machete, sagst du, ja? Genau, also wenn jetzt mal irgendwo eine rumliegt, dann am besten mitnehmen und nicht irgendwie auf der Pistole bestehen bleiben. Das macht Sinn. Okay. Ich habe mal die Schrotflinte mitgenommen, weil die gerne viele Leute sehen wollten. Aber natürlich... So, ich behalte mal, ein bisschen die Flammenmunition, vielleicht für den Tank. Das war natürlich ziemlich sinnlos, dass ich meine Waffe jetzt gewechselt habe, weil ich hatte gerade Brandmunition aufgenommen. Ja, aber das ist gut, dann... Achso, ja, dann... Hinter euch! Brauche Charger hat mich! Charger hat mich! Ich laufe! Ach, scheiße, der ist hinter dem Dingens. Oh, boah, der macht mich fertig. Und noch ein Smoker. Oh, Schädel. So, danke. Smokey ist weg. Oh. Geht's euch gut, ja? Oh! Ah! Aua! Vielen Dank! Ich brauche mal so ein Katana. Ja, Katana ist super. Boah, die Rochelle ist voll cool drauf, die heilt mich, obwohl ich ein Medipack hab. Ja, du hattest ja mal was mit ihr. Nee, mit der nicht, mit der Zoe. Ach so, dann ist ja alles. Alter, der Saraza ist voll der Womanizer hier. Ist er auch. In jeder, der alte Beauty-Bot. In jeder Kampagne eine Schlampe. Nee, das war der Gronkh. Nee, ich bin die Schlampe. Ach so. Die männliche. Natürlich. Ihr beiden wieder zusammen. Ihr macht doch mal wieder ein Liebesvideo zwischen Gronkh und Sergeant Rumpel. Sowas gab's ja noch nicht. Ach komm, das haben wir noch gar nicht gesehen, Alter. Die einen machen Facecam, die anderen machen Face-Sitting. Ich hab letztens wieder so eine Fanfiction gelesen, das ging mal gar nicht. Oh, ich habe einen Jockey auf dem Hals. Du bist ja auch sehr Hilfe. Du bist sehr unbedacht da reingestürzt. Aua. Wo reingestürzt? In den Raum. Ach so, ich dachte in die Fanfiction. Ja, Alter, hör's auf. Dafür wollte ich nichts hören. In den Gronkh bist du unbedacht reingestürzt. Hier ist Muni. Fuck. Schon wieder ein Charger, der hat mich. Andere Seite. Mann, Boomer. Ah, Boomer. Fuck. Und ich hab ihn mal schön. Ja, ich komme. Ja, ich liege schon. Nicht nachladen, Attacke. Alter, das war unverschämt. So, zum Glück sind die alle auf Gronkh gegangen. Ich komme mal zu dir, Gronkh. Helf dir mal ein bisschen. Vielen Dank.
Ich kann auch inzwischen wieder sehen. Ah, die Rochelle hat auch ein bisschen abgekriegt. Boah, ich mache alles nur noch mit hier mit dem Katana. Weil das Alter, so wie oft ich jetzt schon erwischt wurde. Und ich habe mich nicht mal blöd angestellt, der Gronkh. Es ist nicht mehr witzig, sagt mein Charakter, weil der Gronkh mich die ganze Zeit trifft. Zum zweiten Mal. So, ich wollte nach dem Fest mal wieder richtig vollpumpen. Hier nach oben. So. Ach, der Sarazar mit Kettensäge. Ja, genau. Wo lauft ihr denn? Nein, wer hat denn... Ja! Das ist ein Tank. Wow, fuck, ich liege. Ja, echt, der hat wieder ein Auto auf mich geworfen. Geil. Warum lieg ich denn? Unsere zwei Helden, ja, weil ihr ein Auto abgebekommen habt. Ich hab gesagt, wir sollen oben lang laufen, aber auf mich hört ja immer keiner. Leider. Ich wollte eigentlich nur schnell nochmal die Motorsäge ein bisschen austesten. So, ich bin out of order gerade. Oh Gott, ich auch. Alter, liegen wir ja zusammen, lieber Sarazar? Ja, in diesem leichten Haufen, den sie definiert. Hey, gucken wir, schauen wir mit dem Rumpel beim Versagen zu. Ey, ich seh deinen Arm. Ich sehe gerade den Rumpel. Seid ihr ganz tot? Wir sind ganz, ja, noch ganz tot. Bin ich mit Rochelle alleine? Oder? Nee, die liegt. Jetzt bist du mit Rochelle alleine, aber bitte nutzt diesen Umstand nicht aus. Sie sei ein Gentleman. Oh Mann! Alter, der Rumpel kommt wieder mit seinen Fans hier, weißt du? Wieder auf dem Rettungsschiff. Ich habe aber gehört, die Rochelle hätte auch was mit Zoe, da gibt's auch Bilder zu. Ja, das glaube ich gerne. Und ich glaube, wir müssen nochmal von neuem anfangen. Wir waren mal besser. Ich bin so traurig, dass ihr nie auf mich hört. Ich sag noch, wir müssen oben lang. Alle laufen nach vorne irgendwo hin. Ja, zum Glück. Wie zum Glück? Du bist tot. Ach so, das war doch nicht schlimm. Ich steh doch wieder hier. Ja. Sag mal, Walle, hast du einmal gehört, dass der Rumpel gesagt hat, lauft oben lang? Das Video wird es beweisen. Nicht. Ihr müsst halt einfach nicht immer nur quatschen, sondern mir auch mal zuhören, wenn ich was sage. Wir haben über Damen unterhalten. Das ist nicht quatschen, das ist lebenselementar. Sonst ist das mit der Fortpflanzung. Elementar ist, dass du weiterhin am Leben bleibst, mein Freund. Ja, aber hier sind überall Zombies. Wir müssen doch über Fortpflanzung nachdenken. Genau, aber wirklich ernsthaft. Aber ernsthaft jetzt mal. Wir müssen über Fortpflanzung nachdenken. Rein wissenschaftlich gesehen ist das vernünftig, was wir hier tun. Da würde ich sogar manche Frauen beten, mit dem Rumpel zu schlafen, was ich sonst nie machen würde. Ah, hör auf. Jetzt ist aber fiktional. Ja. So, Ruhe jetzt. Fiktional. Alter. Die ganzen Charaktere hier sind nicht wirklich. Oh, die sind incoming. Die sind alle fiktiv. Da, Come Shot. Oh, nein. Und Jockey in die Flammen. Oh, danke. Bitteschön. Boah. Jetzt kannst du dich wieder fortpflanzen. Ist doch gut. Ja, mach ich auch gleich. Bam. Ach, Bümchen. Ey, das ist doch eine Boomer-Frau, glaube ich gerade. Die hat einen BH an. Jetzt, du siehst jetzt alle nur noch als Frau wegen der Fortpflanzung, ne? Ach so, nee. Die Boomer bestimmt. Boomerbegatten.de. Die Rubensfrau ab 60, Alter. Mit dem Schnodder im Gesicht. Kannst. So, das Katana habe ich wieder. Juhu. Lade. Nach. Ja, aber echt. Lade. Schublade. Lade Schub, Lade nach. Lade Schubo. Lade Bin. Oh, komm. Da hört's aber langsam auf. Ah, war gut, fand ich. Oh, das war der Rumpel. Geil. Immer die kleine blaue Figur, die irgendwo läuft, wo kein anderer ist, das ist immer Sarazar. Ich kann. Und dann schafft das aber irgendwie aus dem Off irgendwie aufzuschließen. Ich weiß nicht, wie er das macht. Das macht er deshalb, der schließt deshalb auf, weil wir zu ihm laufen, hinlaufen. Ach so, so ist das, ist das Geheimnis. Komm, wir machen mal einen anderen Weg, dann wird das nicht so langweilig, wenn wir das hier nochmal gucken. Vergesst bitte nicht, wir müssen oben lang laufen, ne? Nee, aber hier lang. Habe ich euch vorhin schon gesagt, wir müssen dringend oben lang laufen. Das ist übrigens eine Sniper. Ja, habe ich gesehen, aber das Jagdgewehr nehme ich nicht mit. Oh, Charger! Ist er tot? Ja. So, dann liegt hier nochmal Muni, Brandmuni oder sowas. Irgendwo ist hier ein Jockey. Hier, auf dem Bus, der kommt gerade hoch und ist tot. Okay, super. Hier, hast sollen du wir die Brandmuni mitnehmen oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir die von Tank vielleicht, oder? Ja, sollen wir mal. Würde nicht schaden. Ah, das ist sogar Explosionsmuni, die ist sogar noch besser gegen den Tank. Boah, die mag ich, die Explosionsmunition. Die nehme ich mal mit, aber lieber dann die Schrot nehmen nochmal. Weiß ich nicht. So, müssen wir da rüber? Wir müssen bestimmt hier rüber, ne? Ja, wir können auch direkt rüberlaufen und oben lang, nach links, aber... Ach, dann hat man ja nur 8 Schuss von dieser Sprengmunition. Das ist ja doof. Dara! Dara Connor, komm ran!
Boah, Sarah Connor sieht nicht mehr so gut aus wie früher mal. Das tut die meisten. Hab ich heute ein Foto gesehen von ihr, da dachte ich, oh Mann, liebe Sarah, was ist los mit dir? Hier ist ein Defi und hier ist ein Molly. Ich nehme mal Molly mit. Molly habe ich auch schon. Wer schreit denn da unten wieder? Bei X-Factor richten die ja immer schön her, ne? Ja, natürlich. Das ist ja alles mit Maske und so. So, brauchen wir ein Medipack? Wir sind eigentlich alle noch ganz gut gerade, ne? Boah, das ist ein Speedy. Mach den Speedy weg, Gonzales, den Speedy. Hau den weg. Ja, ja. Ja, Alter, was ist das denn? Wir müssen hier rein. Der Speedy ist hier drüben. Ich verschanze mich im Klo. Wieso denn? Was ist da los? Weil hier ein Speedy ist und Rochelle und wir haben Incoming. Speedy ist weg und ich sehe auch kein Incoming. Doch, von der anderen Seite. Ich hier gerade aus dem Fenster schaue. Jockey. Jockey hinter dir. Jockey auf Rochelle. Oh, wo läufst du hin? Wo? Achso, ich hab's nicht gesehen. War hinter mir. Komm her. Rochelle, du holst die Rochelle, ne? Ja, hab sie. Alter, wo kommen die alle? Ja, hier wäre noch ein Medipack. Gelaufen. Bonky. Hier wäre ein Medipack. Ich heil mal die Rochelle und hol mir das neue Medipack. Alles klar, ich halt hier oben mal die... Mir geht's erstaunlicherweise noch gut. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Was ich falsch gemacht habe. Getroffen vielleicht. So, Vorsicht, Charger. Ich höre irgendwas fies. Da hinten ist er. So, wir müssen hier rein. Hier durch. Kommet, ihr Kinderlein. Ich hole nicht mehr den Bastard. Kommet, so all. Oh, Alter, Sonderzahl, du Weltpfosten. Das war so klar. Ich wollte gerade weitergehen. Ich wollte mir den holen. Ich dachte, wir holen uns den. Ja. Ah, du Pfosten! Ey, der hat mich gegen Pfosten getroffen. Nein, und jetzt ist ja auch noch die Alarmanlage an. Nee, noch nicht. Die ist, das Auto ist nur... Vorsicht. Oh, ich höre wieder was. Ja, den Smoke? Nee, den Jockey. So, kommt hoch. Oh, ich wollte den Charger so gern umbringen. Da vorne ist der Jockey, Vorsicht. Ich muss erstmal hochkommen. Der hängt auf dem Rumpel fest. Ich kann ihn ja nicht holen. Ich komme. Bleib mal so. Alter, wieso krieg ich den nicht runter? Ja, mach ich doch gerade. Der macht mir ja nämlich auch Schaden, solange der auf mir drauf ist. Aber wirklich? Das Ding ist, und Witch. Wenn ich kann doch einfach draufballern, oder? Witch. Lampe aus. Warte mal, ich kann doch einfach draufballern, wenn da so ein Jockey auf dir sitzt. Ne? Ist ja egal, das treffe ich dann ja nicht. Ne? Weil genau. Genau, so habe ich das nämlich gedacht, weil viele Leute schreiben mir immer, du hast voll den Rumpel erwischt. Dabei kann ich ja dann einfach querfeld einballern. Vorsicht, Charger. Und was macht die Rochelle da hinten ganz alleine? Oh, Smoker. Hier, zu mir. Warte. Ja, ist okay. Ach, der lebt ja noch. Vorsicht, Chad. Oh, ach, Mann, ey. Der Smoker lebt noch. Nicht mehr. Ich hätte mir gern diese Kettensäge geholt noch. Wäre echt hilfreich gewesen, scheiße. Incoming. Hier unten. Aber ja, hier oben auch gerade. Habt ihr die Witz schon gefunden? Nee, ich glaube, da sind wir dran vorbei. Die lag... Oh, shit, da ist der Charger. So, ich mach hier alles mit meinem Katana. Boah, du Sau. Auch eins. Ich höre immer noch die Witch heulen. Ach, die liegt da bestimmt vorne irgendwo. Wir haben ja die Explosionsmuni noch alle, oder? Nö. So, ja. Das ist schon lange nicht da vorne mehr. Ist die Witch. Ich sehe die Witch. Wo bist du denn? Ach, hier. So. Hier, renn mal in den Katana drauf und sag, Mann, du verdammte Schlampe, geh mal nach Japan. Mir geht's sowieso Idee. Nicht mehr so wahnsinnig gut. Ich schieß mal, ich würde mal... Oh, die Pistole hängt hier gerade ohne Arm. Ich habe leider keine Ammo mehr, ich weiß nicht. Ihr habt gar keine Ammo mehr, das ist ja ungünstig. Doch, ich hab Schrotflinte. Die baller ich richtig mit Schrot voll, die Olle. Ja, ich habe noch Explosionsmuni 39, das müsste auch noch ganz gut... Ja, rauf damit, Rumpi. Okay, 3, 2, 1... Hä? Ja, die... Hä? Vorsicht, jetzt kommt sie. Boah, das war knapp. Geil, die haben wir super weggeballert. Hui! Aber die Explosionsmuni, die ist nämlich am Wieso Anfang. Kommt da nicht immer so ein... Wieso kommt immer so ein Hunter mit zur Witch? Die Explosionsmuni am Anfang, die haut ihn nämlich so ein bisschen zurück. Der kann ihn nicht nach vorne laufen. Das ist nämlich ganz gut. Ah, das ist praktisch. Seid vorsichtig, wenn wir unten im Gully sind. Vorsicht, da ist ein gesagt. Jockey. Ich bin doch hier gar nicht beim Pferderennen, Mann. Wo ist denn der? Da ist er. Auf Sarah da. Boah, Vorsicht. Der lebt noch. Ja. So, jetzt Charger, immer noch. Charger. Nicht schon wieder auf mich. Ey, Mann. Ey. Willkommen in meiner Welt. Aber heute wurde ich ja wohl echt andauernd vom Charger mal. So, hier kannst du dir mal eine neue Schrotflinte nehmen. Ich will keine Schrot mehr, ich habe jetzt lang genug gezeigt eigentlich. Aber dann hast du wenigstens irgendeine Waffe. Ja, ich habe mir die mal genommen. Springen hier runter, nicht ganz runterfallen.
Und hier sich das Ding mitnehmen. So, jetzt Moment. Hand A. Ja. Da wolltest du anzünden, ne? Das war richtig, oder? Ja, ja, habe ich gemacht. Huah! So, jetzt kommen hier teilweise von oben ran gescheißert. Ja, ist egal. Von oben machen die uns nicht, weil die alle runterfallen. Molly. An so. Molly habe ich auch noch. So, jetzt können wir runter. Geh mal runter, oder? Entschuldigung, sah gerade so geil aus. Guck mal, wie viele Leute hier verbrannt sind. Warum machen Charter, die das? Charter. Nicht schon wieder auf dem Weg, Mann. Ah, er hat mich. Konnte nicht mehr ausweichen. So, so, Charger ist weg. Ich muss mich heilen. Moment. So, wir sind gleich, sind wir da. Gleich sind wir da. Heute fahren wir in die Heide. Boah. Und wir sprühen sie ein mit Blut. Heute fahren wir in die Heide. Oh Mann. Ja, das gefällt mir richtig gut. Hey. Du bist doch sehr laut gerade. Was? Warum das denn? Scheiß Hunter, runter von mir. Krieg schlechte Laune. Was hat der gesagt? Er ist so leise, ne? Ja. Incoming, oh. Incoming haben wir, hat er gesagt. Ich bin eine sehr outgoing Persönlichkeit. Irgendwo ist ein scheiß Smoker oder sowas. Ja, ja, ja. Oh, Rochelle. Die arme Rochelle, die liegt jetzt gleich. Scheiße. Warte, ich hätte dir den Darm rausgeballert, ey. So, wie gut geht's, Rochelle? Naja, geht noch. Ferrero Rochelle geht's einigermaßen. Ich hau mir mal gerade mein Medipack rein. Den haben wir doch in der ersten Folge schon gebracht. Du bist ja, na und? Da hast du bei mir noch gesagt, oh mein Gott, dass du so einen Witz bringst. Ja, ja, ja. Da wurde ich auch, glaube ich, in der Community wurden schon Wetten abgeschlossen. Wann, wer. Tschö, ich gehe mal gerade auf Toilette. Und ihr müsst mich jetzt suchen. Findet ihr mich? Nee, finden wir dich nicht, weil wir lassen dich einfach zurück und laufen weiter. Ihr müsst mich finden. Boah, Alter, wie ekelhaft das ist. Ey, Alter, weißt du, jetzt kann auch nur Sarazza einfallen, in der Zombie-Apokalypse noch Verstecken zu spielen, weißt du? Hasch mich! Das war vor allem, war ich auf dem Klo, auf der Latrine. Und keiner hat's gemerkt! Ich habe Kaka gemacht! Alter! Puma und. Charger. Lady Kaka. So. So. Und hier sind wir. Nein! Tank! Au! Ein schönes Geschenk ist ein Tank! Ein schönes Geschenk! Alter! Smasht er mich einfach durch die Gegend! Vorsicht, der wirft! Nein! Hinfort! Ich bin tot! Lebe dich hinfort! Nein, nicht nochmal! Aua! Nicht auf mich! Er ist tot. Ich auch. Ich bin auch tot. Ja, zu Recht. Also ich bin wirklich tot. Ey, der ist gegen mich gelaufen und hat mich meilenweit geschleudert. Wirklich? Das ist ja so unüblich für ihn. Ich hau mir gerade mal eine AIDS-Spritze in die Kanüle. Ja, mach mal. Alter, ich bin den ganzen Berg runter. Komm jetzt geflogen. Hier rein in den Safe Room. Der ist nämlich hier direkt vor uns. Ach, super. Ach, der Walle ist eh, der ist ja eh Matsch, ne? Ja, genau. Ja, ja, ich bin Matsch. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte sogar noch ein Medipack im Petto, Leute. Das ist das Schlimmste. Oh, oh, oh. Ich hatte 38 Leben. Der hat mich einmal ausgenockt, der war halt vorbei. So. Unglaublich. Wie kann er nur? Echt. Fantastisch. Wie kann der nur? So, was hat die Rochelle? Die hat noch Probleme hier. Da schieße ich ihr nochmal. Warte, ich heile. Ich heile mich gerade noch. Oh Mann, ich wollte das Medipack klauen. Boah, ich bin heute richtig schlecht. Ah. Wieder Sarazza. Ja, dafür, dass ich gestorben bin, ja. Oh, die Rochelle. Aber danach kamen ja auch keine Gegner mehr. Alter, die Rochelle, das ist ein Mordsweib, einfach ist unglaublich. Was ja, das ist ein guter Fang, genauso wie die Zoe. Das sind einfach gute Brüchel. Gute Partien. Ach hier, die Witch habe ich ja mit meiner mächtigen Pistole übel zugerichtet, sehe ich gerade. Aber der Sarazza hat auch ordentlich reingehauen. Hat ihr so einen Fingernagel umgebogen. Alter. Ja, vor allem, weil ich 15 Mal mit der Schrot draufgeballert habe. Da sieht man, wie toll die Schrot auf Reichweite ist. Aber hallo. Ich dachte eigentlich, ich hätte die voll weggebasht, aber nix da. So, ja, jetzt wird hier geladen. Aber das Geilste war einfach, geladen. Und das war echt der Hammer, das Geilste war einfach, wie ich da weggeflogen bin am Ende bei dem Tank, ey. Das war der Shit. Ich fand's den Shit, wie ich den Tank weggemacht habe. Ey, der Gronkh hat sehr Rochelle einfach das Medipack gezockt. Was? So, jetzt wird's lustig. Merkt noch keiner. Ab jetzt wird's echt lustig, weil diese. Jetzt sind wir im Ey, die im reden über die Midnight Riders. Ey. Genau, da werden wir am Ende sein. Auf der Bühne von den Midnight Riders. Ey, warte, der Coach, der redet doch gerade. Der hat alle Alben. Die Show sieht man vom Mond.
Ja, die Show sieht man vom Mond. Ich frage mich gerade, midnightriders.com, da müsste man eigentlich mal auf die URL gehen, ne? Hier, ja. Mustachio Rules, das fand ich auch gut. Ja, midnightriders.com, da wurde ja, glaube ich, mal ein Song-Contest abgehalten oder sowas. Weiß nicht, aber die sehen sympathisch aus. Ja, Rock'n'Roll halt, ne? Immer diese ein bisschen diese was von ZZ Top. Stimmt. Ein bisschen was von Rumpel. Ja, ein bisschen was vom Rumpel, ja, stimmt. Ein Pfanner ist da dabei. Der hier hat sowas vom Rumpel. Das ist meine ganze Familie ist da. Ja. Wundert mich nicht. Die mit der Glatze ist meine Mutter. Deine Oma. Mustachio Rules. Naja, liebe Freunde, wir sehen uns wieder nach dieser schönen Katastrophenfolge mal wieder. Ey, und der nächsten Folge strenge ich mich sogar mal an. Ach komm. Ach, hör auf, das glaubt dir keiner mehr. Da fängst du mal an zu spielen. Die nächste Folge nehme ich voll ernst und nehme jetzt aber nicht in der nächsten Schrotten, Folge ne? Bist du mal auf unsere Seite und nicht auf der Zombies oder wie. Das sagst du. Ey, Alter, wehe. Du, das wird dir nicht gut bekommen, Alter. Ja, wer hat mehr Medipacks? Ah, du Scheiße, okay. Ja, liebe Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.